Wir sind entschlossen, unser Leben mit allen Mitteln zu verteidigen, ohne Rücksicht darauf, ob die uns umgebende Welt die Notwendigkeit dieses Kampfes einsieht oder nicht. Der totale Krieg ist also das Gebot der Stunde. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir entgegentreten. Es ist also jetzt die Stunde gekommen, die Glacé-Handschuhe auszuziehen. Wir haben uns von der, beide Herren sind wir in Erinnerung. Und für mich ist halt das so, dass schon die Empathie, die was Sie ja gesagt haben, wirklich nicht so stattfindet, wie man es sich vorstellen sollte. Ja, ja. Dann und es ist so, dass wir ein Gutachten in Auftrag geben und ein Gutachten muss für uns bestimmte Standards erfüllen. Ja? Wir stellen bestimmte Fragen an die Gutachterin. Und die Gutachterin, von der Gutachterin wird erwartet, dass sie die Fragen beantwortet und dass sie sie in der Qualität beantwortet, also mit den Aussagen, die wir brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Egal in welche Richtung jetzt. Ja? Und wenn das Gutachten diesen Standards nicht entspricht, weil, und da kann die Kollegin dann Näheres ausführen, das sage ich jetzt ganz grundsätzlich, ganz losgelöst vom Einzelfall, das kommt immer wieder vor. Ja? Dass wir sagen müssen, lieber Gutachter, liebe Gutachterin, das ist nicht ausreichend, da fehlt uns, da passt was nicht, da müssen Sie ergänzen, da müssen Sie tun. In der Zeit, in der ich im Institut für Kriminalsoziologie gearbeitet habe, und mein Kapitel waren die geistig genommenen Rechtsbrecher, und in diesem Kontext habe ich auch eine große Zahl von Gutachten auszuwerten gehabt, und die allermeisten davon waren vom Groß. Was war der rote Faden dieser Gutachten? Haben die irgendwas Besonderes gehabt? Oder waren das haben etwas Besonderes gehabt. Sie waren nämlich eigentlich samt und sonders nicht eigentlich psychiatrische oder medizinische Gutachten, sondern sie waren. Der Groß war deswegen so beliebt als Gerichtsgutachter, weil er das, was das Gericht wollte, sozusagen berufungssicher gemacht hat. Der hat das Etikett verhängt, das der Richter braucht hat, um die Maßnahme zu setzen, die er setzen wollte. Und das war dann entweder halt die Einweisung und die Anstalt für geistig abnahme Rechtsbrecher oder sonst irgend sowas. Das hat, der Groß ist einer, der sich an der jeweiligen Obrigkeit orientiert hat und das, was die wollen, haben wir da gemacht. Der Groß hat rechtlich bewertet. Er hat sozusagen mit einem psychiatrischen Deckmantel ein rechtliches Urteil gesprochen. Ich werde abgelehnt, nicht? Aber mir wird die Untersuchung verweigert, obwohl ich im Parteiengehör nachdrücklich gefordert, dass mich traumatologisch untersuchen lassen sollen. Haben sie nicht gemacht, haben sie mich trotzdem abgelehnt. Ja?
ganz egal. Ne? Mit Hans sind wir gleich. Ja, ich und das Soziale. Ja. Denke ich mir, naja, dann muss ich mir selber einen Gutachter suchen. Ne? Zu dem gehe ich hin, lege mein Parteiengehör hin und die Ablehnung, der lässt beide Schriftstücke. Ruft sofort den Weißen Ring an und sagt Folgendes. Ja? Das ist eine Frechheit, wie das Bundessozialamt mit mir umgeht. Ich brauche sofort einen Anwalt und der Weiße Ring soll das zahlen. Ja? Und der Weiße Ring sagt sofort zu, dass ich einen Anwalt kriege vorher. Ja? Weil es das so nicht geht. Dann lässt er, sagt er, na, und Wunder ist ja auch keins, weil er, der Gutachter, also wo ich war, der Arzt, ne, weil er hat eine Fortbildung ausgeschrieben für die Gutachter und für die Rechtsanwälte vom Bundessozialamt und die Gutachter sind nicht gekommen. Somit können die gar unsere Fälle gar nicht begutachten. Die Gutachten, was jetzt gemacht werden, sind wie vor 30 Jahren. Man kann in 2 Wochen einen so schädigen, ja, geistig und körperlich, ja, dass das ein ganzes Leben zerstört ist. Da muss man nicht das ganze Leben in einem Heim gewesen sein. Ich gebe Ihnen recht. Ja. Ich weiß, schauen Sie, wir sind schon ein System, ja, das sie mit dramatischen Erlebnissen immer wieder befassen, ja, haben müssen. Ja. Wir haben es nicht nur bei Ihnen, wir vollziehen jetzt auch die Opferfürsorge, ja, wo es um die unmittelbaren Opfer des Nationalsozialismus noch geht. Ich kenne von der rechtlichen Seite, nicht von der medizinischen Seite. Ich bin Jurist, kein Mediziner. Okay. Ja. Aber ich weiß, dass diese Traumata-Thematik sozusagen eine gutachterliche Herausforderung ist und letztlich dann auch eine rechtliche Herausforderung. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, dass wir das perfekt im Griff haben. So wie ich insgesamt glaube, dass die Gesellschaft das nicht perfekt im Griff hat oder nicht gut im Griff hat. Ja? Und das ist, wenn Sie so wollen, eine offene Wunde, das gestehe ich auch zu, da bin ich durchaus auch. Ich stimme Ihnen dazu, eine offene Wunde. Dass wir auch nicht immer zufrieden sind, das ist ja in dem Fall auch evident, ja, mit der Qualität der Gutachten, die wir kriegen. Ja, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Das, um was ich Verständnis ersuche. Jetzt ganz kurz ansonsten. Jetzt sage ich den Satz auch noch. Ja. Wir sind eine Verwaltungsbehörde. Wir haben einen Aufgabenbereich. Wir vollziehen das Verbrechensopfergesetz, ich habe es eingangs schon gesagt. Da gibt es Bestimmungen, die für uns heranzuziehen sind. Wir können mit unseren Entscheidungen nicht Gesellschaftspolitik machen. Ja, so gern wir das vielleicht manchmal tun täten. Mir war es auch lieber als Bürger dieses Landes, ja, wenn sich die Gesellschaft manchen Themenstellungen pauschaler und grundsätzlicher annehmen würde, als sie es tut. Ja. Aber in unserer Rolle da als Verwaltungsbeamte sind wir verpflichtet, die Gesetze so vollziehen, wie es jetzt momentan gibt. Aber wenn ich mein Einspruch ausschaue, was mein Anwalt geschrieben hat, der sagt zu mir, da ist alles rechtswidrig, was von euch in euch beschert. Es tut mir leid. Sie kennen es nicht, Sie kennen den Akt bei jetzt nicht, das ist schon klar. Aber wenn man den, der sagt mir, das ist lauter Blödsinn, was da drinnen steht, was Sie geschrieben haben. Er hat da 4, 5 Höchstgerichtsurteile reingeschrieben. Ne? Unsere Entscheidungen werden überprüft. Ja. Ja. Wir haben auch, und das ist ja sozusagen, die Auswirkungen spüren Sie durch die Überprüfung. Es haben einige Verfahren der zweitinstanzlichen oder der richterlichen Überprüfung nicht standgehalten. Und das ist sozusagen die Konsequenz daraus. Ja. Wir haben von Haus aus eher die Linie vertreten, dass wir gesagt haben, wir befassen uns nicht mehr mit dem Sachverhalt der Straftaten. Das war unser Grundzugang, ja, seinerzeit, wie wir angefangen haben, das zu bearbeiten, weil wir gesagt haben, das liegt weit zurück. Es gibt im Regelfall keine Strafakten oder irgendwas, was hergibt. Es gibt im Regelfall oder sehr oft Kommissionen, die sich damit befasst haben. Und die letztlich über die Tatsache der Zuerkennung von Leistungen eigentlich das schon gewürdigt hat. Ja? Und wir haben gesagt,
okay, wir stellen das außen vor, wir bestreiten gar nicht wir machen gar nicht eigentliche Nachforschungen zu der Themenstellung, sondern wir befassen uns mit den Fragen, ob Gesundheitsschädigungen daraus resultiert sind und dann mit der Kausalität in Bezug aufs Berufsleben, ja, was schwierig genug ist aufgrund der zeitlichen Abstände. Jetzt haben wir eine Judikatur des Verwaltungsgerichts, die uns Fälle zurückverweisen und sagen, ihr müsst euch mit dem Sachverhalt befassen. Ihr müsst Erhebungen dazu ausstellen. Und das ist der Hintergrund, warum sie dass sie das nicht verstehen, jetzt vom Verfahrensablauf. Das ist mir völlig klar. Weil eigentlich in der Logik hätten wir anfangen müssen damit, nur wir wissen selber erst seit 2-3 Monaten, dass wir das zu tun haben. Alles, was Sie sagen, hat für mich eine Logik. Alles, was Sie ich bezweifle auch überhaupt nichts an Ihren Geschichten. Ja? Das, wo wir uns hart tun, damit umzugehen, ist, wir haben jetzt eine Rolle. Ja? Kriegt über das Verbrechensopfergesetz immer zu einer bestimmten Leistung ein Verwaltungsverfahren durchzuziehen. Und das verzeihen Sie mir, wenn ich es jetzt auch so pauschal sage, was wir von Ihnen zu hören bekommen, ist all die, und nochmal, aus Ihrer Sicht völlig berechtigten Angriffe, die sie über viele Jahre bei Ihnen angesammelt hat, gegen ein Jugendamt, gegen ein Rathaus, gegen eine Politik oder was immer. Das sind nicht wir. Das kann ich nicht so nehmen. Das sind nicht wir. Wir sind für diese Materie dem Grunde noch seit 2 Jahren zuständig, ja, seit es diese Novelle zum Verbrechensopfer gegeben hat. Wir haben mit der seinerzeitigen Unterbringung, mit der seinerzeitigen Zuweisung, mit der seinerzeitigen politischen Verantwortung und mit all diesen nicht passierten Aufarbeitungen nichts zu tun. Ich sage Ihnen auch, in aller Offenheit und in aller Ehrlichkeit. Wir haben vom Anfang an Bedenken gehabt und die auch geäußert, wegen der Dinge, die wir jetzt eh haben. Ja? Dass wir gesagt haben, das, was unsere Leistung ist und was unser Gesetz ist, das Verbrechensopfergesetz, ja, die Mechanismen dort, die lassen sich schwer für die Beurteilung dieser Problematik heranziehen. Das ist, dazu stehe ich auch, zu dieser Einschätzung, ja. Das merken wir ja. Wir merken, dass wir Verfahrensdauern haben, ja, die jenseits von dem ist, was wir üblicherweise bieten. Ja. Wir merken, dass wir in den Abläufen drinnen Brüche und Schwierigkeiten haben, die wir auch normalerweise nicht haben. Das ist, weil die Dinge nicht so zusammenpassen. Ja. Das ist auch etwas, weil ich weiß, dass sozusagen auch immer die Frage, wie viele Leute kriegen es und wie viele Leute nicht kriegen. Ja. Wir haben seinerzeit am Anfang geschätzt. Wir haben keinen Mix festgelegt, sondern wir haben geschätzt aufgrund der Erfahrungen der ersten Monate und haben geglaubt, dass ungefähr 5% der Antragsteller diese Leistung letztlich den Verdienstentgang kriegen werden können, aufgrund der Schwierigkeit des Ermittlungsverfahrens. Mittlerweile ist es höher, es ist ungefähr bei 10%, aber es ist trotzdem, ja, für eine Leistung, die in einem Gesetz besteht, ja, zeigt es, dass das nicht zusammengeht. Sie sind Jurist, ja? Also Ihnen möchte ich gern auf meiner Stelle da sehen. Da hätte ich schon gern wissen, mit Ihrer Fachkenntnis, was Sie nicht alles, wie viele Hebeln Sie in Bewegung setzen werden, ja, dass Sie zu Ihrem Recht kommen. Aber es ist schon ganz komisch, heute jeder kriegt einen Anwalt. Nur wir Heimkinder kriegen keinen Anwalt, weil sich jeder die Finger davon putzt und sagt, wenn ich das angreife. Wissen Sie, wie viele Anwälte wir waren und Sie die schauen, haben uns gar nicht genommen. Gar nicht genommen. Und haben gesagt, gegen einen Bund arbeiten. Ja. Ist das Erste. Ja, da kann ich gleich mit dem Schwein zuspielen.